Seid gegrüßt zu einem Infovideo bei eurem Alpha Chief. Ja, ich hab mir schon lange gesagt, ich mach ein Infovideo, beziehungsweise vor, keine Ahnung, gefühlte 4 Wochen habe ich gesagt, ich mach ein Infovideo. Leider muss ich das jedes Mal verschieben, habe ich auch mal im Facebook mal gesagt und auch auf YouTube. Ich fand irgendwie nicht die Zeit, so ein Infovideo zu machen. Und ja, ich habe gedacht, jetzt nimmst du dir einfach die Zeit und ich mach auch ein bisschen schnell. Deshalb keine große Erwartung bitte zu diesem Informationsvideo. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht so persönlich. Und ja, bevor ich da noch weiter schwafle, würde ich gerne nämlich schnell zu einem Info kommen, nämlich zu einem Let's Play, was ich ja irgendwie pausiert habe. Das habt ihr natürlich sicherlich schon gemerkt. Nämlich wegen Assassin's Creed Syndicate. Ja, ich habe gedacht, ich mache ein Let's Play von, weil ich irgendwie Bock dazu habe. Doch mitten beim LPen habe ich einfach gemerkt, ach, weißt du was, irgendwie ist es doch nichts. Aber nicht jetzt, weil das Spiel wirklich kacke ist. Um Gottes Willen, Syndicate macht vieles besser, was bei Unity leider schiefgegangen ist. Also da hat Ubisoft also halt die Kurve gekriegt. Ist ja alles schön und gut. Das Spiel macht wirklich Fun. Ich zock's auch privat. Es macht wirklich Spaß, kann ich euch sagen. Und die Storyline gefällt mir auch ziemlich. Nur irgendwie habe ich gemerkt, dass diese neueren Teile anscheinend nichts für mich sind als Let's Play. Und das habe ich auch bei euch Zuschauern gemerkt. Ich habe ja auch in der ersten Folge mal gesagt bei Assassin's Creed Syndicate, wenn es nicht gut rüberkommt, beziehungsweise wenn es mir nicht gefällt oder ich merke auch, euch gefällt es ja auch nicht, warum soll ich dann euch damit quälen und wenn es mir nicht so wirklich als Let's Play liegt, warum soll ich mir dann die Zeit nehmen, da zu rendern, hochzuladen? Deswegen habe ich das einfach mal pausiert, aber es kann auch sein, dass ich mich irre. Vielleicht ist es doch nicht so rübergekommen, wie ich das vielleicht vermute, denn ich habe schon natürlich ein paar Mal Kommentare bekommen, wie zum Beispiel, hey Alpha, nichts gegen dein Let's Play, um Gottes Willen, aber wär's mir böse, wenn ich jetzt doch nicht Assassin's Creed Syndicate gucke? Ich meine, das ist wirklich eine geile, ehrliche Antwort. Ich bin da niemandem böse. Wenn einem meinem Video nichts gefällt oder ein Let's Play nicht gefällt, dann braucht er ja nicht zu gucken. Um Gottes Willen. Ne, also ich will da keinen zwingen, lieber habe ich euch ehrlich, lieber habe ich so, ach weißt du was, Alpha, ich gucke jetzt nicht das, aber ich gucke lieber gern das, ich habe das viel lieber, ja. Es gibt natürlich ein Let's Play, was mir scheißen Spaß macht, es kann aber euch nicht Spaß machen. Da will ich jetzt nicht zwingend sagen, da würde ich das unterbinden. Weil es ist, glaube ich, schwierig für jeden was Passendes zu finden. Ich hoffe, bei denen Zuschauern, die mich wirklich gucken, die auch gerne Kommentare schreiben, sei es über Facebook, sei es über YouTube. Jetzt habe ich den Faden verloren, aber ist egal. Ich meine, ich finde es von euch ehrlich und wie gesagt, wenn ihr jetzt kein Let's Play dann guckt, sagen wir, ich mache hier 2 Let's Plays, was euch überhaupt nicht gefällt, ne? Ja, vielleicht mache ich das dann nur weiterhin aus Spaß, weil ich Bock habe, das Ding zu Let's Playen. Bin ich euch nicht böse, wenn das keiner guckt oder keiner schreibt. Klar, natürlich denkt man sich, oh scheiße, hoffentlich habe ich den nicht vergrault. Aber ich würde mal jetzt ganz stark behaupten, die 3, 4 Zuschauer, die wirklich aktiv schreiben, also ich rede jetzt nur von den aktiven Schreibern, dass sie noch da sind. Von euch Leute, die da jetzt stumm sind, weil ich habe mal einen Kommentar bekommen von einem stummen Zuschauer, der hat gesagt, normalerweise schreibe ich keine Kommentare, aber da musste ich mal jetzt einen schreiben. Für diejenigen, die euch gucken, wie gesagt, ich kann es nur jetzt vermuten, wenn ich euch damit langweile, dann tut es mir auch leid. Ich möchte keinen von euch verlieren, weil ich merke schon echt teilweise bei den Aufrufen, es sind doch wirklich mehr als nur 3, 4 Leute, die mich da gucken. Ja, also manche sind da wirklich da, die sind wirklich nur stillschweigend. So habe ich auch bei Venom angefangen. Ich war ein stummer Zuschauer. Ich habe jeden Dienstag, ich glaube, wann war das? Ne, Montag und Mittwoch, glaube ich, war Metal Gear zum Beispiel. Wenn ich das richtig im Kopf habe, da habe ich auch stillschweigend geguckt, bis ich mich dann selbst angemeldet habe und mal geschrieben habe. Beziehungsweise ich war erstmal über Facebook bei ihm aktiv, bis ich irgendwann mal selbst einen YouTube-Kanal geöffnet habe, um zu schreiben. Ja, wie gesagt, schreibt mir mal eure Kommentare. Wie fandet ihr AC? Sagen wir mal so, war ich scheiße? War das Spiel scheiße? Oder sagt ihr einfach, ja, weißt du was, vielleicht liegen eher dir die älteren Teile, so wie bei Assassin's Creed 3 oder Assassin's Creed 1, was ich vielleicht doch ein bisschen gut gemacht habe. Weil manchmal kriege ich doch mal Lust, Assassin's Creed 2 zu daddeln, aber ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn macht. Ja, schreibt mal einmal eure ehrlichen Kommentare und ja, da bin ich mal sehr gespannt. Und da freue ich mich drauf. Wie gesagt, also ich
meiner Meinung nach, ich denke mal, wir sind alle, also ihr Zuschauer und ich, wir sind auf einem Nenner. Ich denke mal, wir lassen es einfach sausen mit AC. Aber wie gesagt, schreibt einfach rein eure Meinung. Da bin ich sehr neugierig. Ja, kommen wir zum anderen Punkt. Destiny. Ja, Destiny habe ich mal wieder ein bisschen kurz angefangen, dann wieder aufgehört. Ich fand, wie gesagt, nicht die Zeit. Ich wollte jetzt erstmal Halo 5 fertig machen und das habe ich auch fertig und will dann halt die letzte Folge hochladen und dann will ich mich wieder ganz stark auf Destiny erstmal konzentrieren, so bis nächsten Jahr. Kam ja eigentlich ja meistens gut an. Gut, jetzt habe ich ja dadurch, dass ich natürlich lange Zeit nichts mehr gemacht habe, sind natürlich die Aufrufe weniger geworden, ist ja klar. Ich habe ja eigentlich zu einer rechten guten Zeit angefangen, nur wenn man pausiert, dann pausiert man und dann ist vorbei, sind die Zuschauer weg. Ist ja logisch, aber ich finde es trotzdem cool, dass viele von euch geblieben sind. Wie letztens Halloween-Folge oder was weiß ich, habe irgendeine Folge hochgeladen, das war über 50 Aufrufe wieder. Kenne ich nicht, dass es standardmäßig über 50 kommt, bin ich ganz ehrlich. Vielleicht die erste Folge, vielleicht die zweite, vielleicht noch die dritte und danach sackt sich das ab bei 20 Aufrufen. Ne? Also ich weiß, jeder würde sagen, du bist nur aufrufgeil. Nee, aber ich benutze es einfach zur Analyse. Ich merke dann einfach, wow, wie funktioniert das? Wie schaffe ich das vielleicht mal ein paar Leute zu erreichen? Denn jeder, der YouTube macht oder jeder, der eine Plattform, Videoplattform macht, sei mal hingestellt, ob der Fame sein will oder nicht. Aber, wenn man ganz ehrlich, wenn man Videos macht, möchte man doch Leute erreichen, oder? Und ich bin da keine Ausnahme. Ich mache das zwar auch Spaß, ich kann es auch jederzeit aufhören. Oder genauso, wenn ich auf was keinen Bock habe oder sage, ach, weißt du was, du machst mal eine Woche gar nichts, dann mache ich eine Woche gar nichts. Also ich kann es mir erlauben. Klar merke ich das dann natürlich dann wieder, wenn die Zuschauer total heiß die ganze Zeit waren, eine Woche kommt nichts. Und dann merke ich das dann aufrufen. Aber von den Resonanzen, die ich bisher bekomme auf den Kommentaren, bin ich recht zufrieden. Weil ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt 3 Jahre auf YouTube. Ja, oder 2 Jahren aktiv mit Videos. Ich habe noch nie jeden Tag 2, 3, 4 Kommentare bekommen. Also jeden Tag habe ich mindestens 3 bis 4 Kommentare bekommen. Das kannte ich nicht. Jetzt mag der eine oder andere lachen, aber das ist so. Und ich finde es schön. Und das sind die Standardzuschauer von den Kommis. Ich meine, mein höchster war, glaube ich, 12 Kommis. Das ist geil. Ich weiß, andere lachen drüber, aber so ist es. Und ja, ich mache einfach Destiny weiter. Destiny macht mir Fun. Ich bin noch nicht so weit, auch Raid zu machen. Ja, ich weiß, ihr wartet drauf. Aber ich hatte, wie gesagt, nicht die Zeit. Halo war mir jetzt erstmal wichtiger. Deswegen, ich habe bestimmt, seit Halo drin da ist oder schon davor, ich glaube, 5 Wochen Destiny nicht wirklich mehr angerührt. Ich musste einiges hier nachholen, wegen Münzen sammeln und so einen Käse. Ich habe alles verbraten. Ich muss gucken, wann ich wieder die Zeit nehme. Oder Zeit nehmen kann wegen Destiny, weil jetzt das Wochenende bin ich unterwegs und das passt jetzt auch schön, denn dieses Wochenende bin ich nämlich in Dortmund, im Westfalenhalle, wenn ich das richtig im Kopf habe, nämlich auf der Comic-Con zum allerersten Mal in Deutschland. Ich hoffe, ich komme da rein. Also ein bisschen verpennt mit Karten vorbestellt und deshalb, ja, hoffe ich, dass ich da noch eine Karte so vor Ort ergattern kann. Ich hoffe, es wird nicht zu voll sein. Wenn es zu voll ist, kann ich nicht da sein, dann bin ich halt umsonst da gewesen. Ich bin mal gespannt, der Venom konnte sich ja natürlich eine Karte vorher ergattern. Ja, wenn es an der Tageskasse keine Karten gibt, habe ich Pech. Muss ich so sagen. Habe ich keinen Bock zu, bin ich ganz ehrlich, aber ey, pff, ja. Shit happens dann, weil die Retro-Börse wird auch noch da vor Ort sein, das ist auch eine ziemlich geile Sache. Freue ich mich auch drauf, ne, passend dazu. Und ich will eigentlich zu Comic-Con, um natürlich die Stars haut live zu sehen, weil sollen ja Stars aus The Walking Dead da sein, Stars aus Game of Thrones. Die würde ich gerne irgendwie mit der Kamera ergattern. Ich hoffe, ich komme dahin, wirklich. Also ich will da unbedingt. Ja, und natürlich mal die Retro-Börse ab. Klappern. Natürlich ist da Venom, wie gesagt, auch vor Ort. Ja, machen wir mal die Gegend wieder unsicher, ne? Wir Duos. Bin ich mal sehr gespannt, ob das lustig wird. Und ja, mal kicken, ne? Ja, wie gesagt, die Retro-Börse und Comic-Con. Yay. Ich freue mich. So. Ach, ich bin nicht verschnupft, sondern hab gerade genießt. Entschuldigung, falls ihr das hört. Ja, ätzend. Auf jeden Fall kommen wir zu einer Sache, die ein bisschen doof ist. Nämlich die letzte Folge von Halo 5 sollte eigentlich jetzt am Freitag starten. Ja, die letzte Folge, die letzte Kampagnenfolge von Halo 5. Leider hat mir der Bolle seine Audiodatei nicht geschickt, weil wir nehmen separat auf und dann schickt er sie mir zu. Er hat leider ein
bisschen Internetprobleme. Er kann sie mir nicht zuschicken. Normalerweise machen wir das so, er schickt es mir dann halt per Mail zu, aber es geht diesmal nicht. Kein Internet, er ist da drauf und dran, erstmal das irgendwie zu fixen, dass er schnell wieder Internet bekommt, wegen auch beruflicher Hinsicht. Er ist da jetzt ein bisschen angepisst und ich habe ihm geschrieben, ich so, schaffst du das? Er so, ja, mal gucken. Also jetzt war die letzte Meldung, vielleicht hat er sie am Freitag, das Internet, und dann schickt er es mir. Wann ihr die Folge seht, weiß ich nicht. Vielleicht Freitag am Abend, wenn ich das schaffe. Und ja, mal kicken. Oder halt Sonntag, weil ich ja halt Samstag dann natürlich dann weg bin, auf dem Geburtstag. Vielleicht Sonntag oder vielleicht dann Montag, weil vielleicht bringe ich diese Comic-Con-Video am Sonntag. Muss ich einfach gucken. Ich hoffe, ihr seid da geduldig. Ich hoffe, ihr könnt dann warten. Ja, und danach, ich denke mal, es wird danach erstmal nicht viel laufen. Vielleicht schaffe ich das dann zwischendurch, Destiny ein bisschen reinzuknallen. Ansonsten kann ich euch sagen, kommt dann, neben Destiny wird dann Halo Multiplayer Schlachten laufen. Ja, ich werde Multiplayer zocken mit dem guten Bolle oder auch einmal alleine und werde nur Multiplayer zocken. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Es macht mir Fun. Ich weiß, was soll ich sagen? Es macht mir Fun, Multiplayer. Ich will Multiplayer-Videos machen und einfach vielleicht irgendwas labern, irgendwie sowas. Ich versuche eine andere Richtung einzuschlagen. Ich versuche mal was Neues zu machen. Wenn es nicht klappt, dann werde ich einfach mit einem Geschehen da irgendwas labern. Was weiß ich, wie scheiße, der hat mich erschossen oder sonstiges. Deswegen, also ich freue mich drauf. Erwartet keine großen Skills, um Gottes Willen. Ich bin kein großer PvPler, ich war nie einer. Vielleicht früher war ich besser als heute. Ich irgendwie, keine Ahnung, desto jünger ich war, desto intensiver war ich beim Daddeln. Heute nicht mehr so wirklich. Ich merke das einfach, ich bin nicht mehr so der große PvPler. Aber es macht trotzdem noch Spaß und wie gesagt, erwartet keine großen Skills von mir. Wann das Video immer kommt, ich weiß es nicht. Vielleicht Dienstags und Donnerstags mal gucken oder vielleicht mache ich das nur Wochenende. Ich weiß es nicht, wie ich das mache oder einfach, wann ich Bock und Laune habe. Also Montags, Mittwochs, Freitags möchte ich unbedingt bei Destiny bleiben. Und wie ich das dann mit Halo mache, weiß ich gar nicht. Also ich denke mal, ich werde das einfach irgendwie da reinballern und mal gucken, wie ich Lust und Laune habe. Ich hoffe, euch wird das gefallen mit Halo 5 Multiplayer-Schlachten. Ja. Und dann können wir ja getrost in Jahr 2016 gehen und mal gucken, was dann uns da erwartet. Ich suche erstmal neue Let's Plays, was ich da zu machen habe, zu machen möchte. Ja, mal kicken, was ich da so finde. So, das war's an meiner Stelle. Ich hoffe, das war so ganz okay. Wie gesagt, Entschuldigung, falls ich da verhaspelt habe und. Ja, und schreibt mal eure Meinungen bitte in den Kommentaren, von mir aus auch auf Facebook, auf Twitter, falls irgendeiner irgendwas hat außer YouTube und einfach nur stillschweigend schaut. Schreibt mir einfach rein, ich bin da sehr gespannt. Ja, und wir hören uns, sehen uns dann demnächst, beziehungsweise ihr seht mich und hört mich so rum. Ich kann euch ja nur lesen. Ja, ich hau jetzt einfach ab, es ist viel zu spät, um so einen Schwachsinn zu labern. Also Leute, bis demnächst, euer Alpha Chief.